Das kann hier wirklich nicht angehen, Freunde. Wie kann ich die suchen? Die sind ja mit ihren lustigen Hüten auch gar nicht so schwer zu erkennen. Der ist nicht besetzt, okay, aber die anderen arbeiten gut. Leute, ist jetzt ein Witz, oder? Da sind sie. What the fuck? Man sieht sie fast gar nicht. So, sehr schön. Hier weitermachen. Hier oben auch. Wir haben ja noch Soldaten, oder? Hier. Gehst du mir mal da hoch? Sehr schön. Das sieht hier schon mal gut aus. So, wir brauchen auf jeden Fall... als nächstes... Safe eine Eisenschmiede. Oh Gott, wir haben hier nicht... Wir haben hier nicht genug Platz. Ich will aber auch nicht, dass unsere Leute gar nichts tun hier. So läuft es nicht. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Siedler. Dann sind die auch beschäftigt. Hier, du machst hier unten weiter. Ihr habt ja euren Umkreis. Ja, du nicht. Wie viele Angeln haben wir? Zwei Stück. Hier ist Eisenerz, okay. Na gut, Stein wird abgebaut, das ist jetzt kein Problem. Seid ihr gut und macht hier schon mal Kohle. Ah ja, nice. Der ist schon fertig. Ich würde sagen, das ist bisher ein ganz stabiler Start, oder? Wir haben die Wikinger voll eingebremst. Das ist schon mal nice. Bei den Mayanern ist jetzt halt schwierig, ne? Ich kann schon mal runtergucken. Ich kann ein paar Leute hinschicken. Einfach nur, um die Lage zu checken. Weil die sind ja von dem Gebirge umgeben. Aber das macht es umso schwieriger für uns, da direkt heftige Schäden zuzufügen. Nein. Ich baue jetzt schon mal eine zweite Mühle hin und auch wenn es nicht ganz optimal ist, eine Bäckerei. Einfach damit die schon mal anfangen. Brot wird ja in die Kohleminen gebracht und als nächstes brauchen wir dann dringend Eisenschmieden. Am besten hier in dem Bereich. Hier, hier. Perfekt. Du suchst fleißig weiter, oder? Und du könntest dich auch mal an die Arbeit machen, Kollege. Du bist ja nicht zum Urlaub machen. Der Spaß ist vorbei, Freunde. Den Spaß hattet ihr unter Gaius Odinus Maximus, aber jetzt bin ich hier mal am Start. Zeig ich mal, wie die Scheiße hier läuft. Wirklich. Ich habe nicht hunderte Folgen von Sila aufgenommen, damit irgend so ein Kasperle herkommt und auf meinem Kanal meint, der müsste hier einen Fell nach dem anderen rausballern. Nur weil er einen komischen Helm auf hat, der Pfosten. Also wirklich, wo sind wir denn? So, weiter hoch. Und hier weiter nach rechts. Der ist auch fertig. Gut. Passt.
Den Kollegen brauche ich vorerst hier nicht mehr. Kann weg. Aber ich baue ihn hier unten nochmal hin, damit hier schneller abgeholzt wird. So. Eisenschmelze, komm, wir brauchen als nächstes eine Werkzeugschmiede. Das wäre mir recht wichtig. Boah, ist ein scheiß Platz. Und Eisenerz wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Diese Hänge sind halt so richtig kacke, gell? Da kannst du halt nichts machen. Das ist Wahnsinn. Siederlage ist soweit stabil. Okay, wir bauen mir aber irgendwie ein bisschen zu wenig. Okay, ja, wir haben noch keine Sensen, das ist das Problem. Wir haben aber zumindest schon mal Mühlen, die arbeiten auch schon und die Bäckerei arbeitet auch schon. Das sind ja schon mal richtig gute Nachrichten. Okay, hier haben wir Eisenerz. Ich denke, damit haben wir zumindest mal eine standardmäßige Fleischproduktion auch in die Wege geleitet. Das sollte doch so ganz gut funktionieren. Hier gibt es Stein. Okay, das ist auch nicht schlecht. Würde ich direkt fast bauen. Naja, das war hier. Würde ich mir direkt gleich holen. Dann tatsächlich hier weiter nach unten voranschreiten. Hier so. Dass die Wikinger raus sind. Oder so. Ich glaube, sie sind raus, oder? Die müssen noch weg sein. Ist schon mal eine Riesensache. Irgendjemand erklären, warum wir dort so eine fette Eisenschmelze bauen können, aber wir nicht in der Lage sind, dort eine Ding zu bauen. Eine, ihr wisst schon. Eine. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Eine Werkzeugschmiede. Die Siederlage ist noch in Ordnung, die ist gut, okay? Ja. Oh, geil. Oh, geil. Okay. Das ist mega. Das ist mega.
belassen wir es mal dabei. Wir haben hier viel, viel Baufläche. Wir brauchen jetzt, wir müssen das jetzt hier unten mal durchbekommen. Wo sind denn die Maya nochmal? Die waren doch hier irgendwo rechts oder so. Da muss ich jetzt mega aufpassen, dass ich da unsere Leute nicht irgendwie in die Bredouille bringe. Da, hier. Aber schlaft mir ja nicht ein, Freunde. Schlaft mir ja nicht ein, okay? War hier nicht... War hier bei Gaius nicht, Gold? Das ist auch super scheiße. Ah, hier können wir hoch. Ja, okay, das geht. Okay, jetzt muss es dann aber langsam krachen. Hier, ist das eine Werkzeugschmiede oder ist es Waffen? Werkzeug, perfekt. Auf geht's. Rein da. Unten gibt's noch eine schöne Kohlemine, sehr schön. Gut, passt. Eisenerz haben wir. Wir haben auch Kohle. Das ist schon mal wichtig. Wir haben kein Gold. Wir haben da hinten ein bisschen Stein. Ich denke, dass eine zweite Bäckerei noch ganz praktisch wäre. Und damit haben sie jetzt, glaube ich, auch gerade wieder ganz gut zu tun, unsere Freunde. Unsere kleinen Wusler. Hier haben wir vier. Ich glaube, den Kollegen hier. Ja, wobei, er kann auch einfach... Wie weit gehst du da hoch? Das sieht doch gut aus. Machst du hier unten weiter? Hier? Nein, nein, nicht da. Hier. Ja. Weil das macht jemand anders. Das macht er. Ist, denke ich, auch ein deutlich aggressiverer Spielstil, aber ich denke, das ist auch in eurem Sinne, oder? Dass wir mal ein bisschen voran... Bomben, weil das andere war ja wirklich, das war ja einfach nur grauenvoll, sich das anzugucken. Das konnte ja keiner mitmachen. Wir können auch momentan... Warum sind jetzt zwei? Wo ist denn der andere? Gib mir mal nur den. So. Scheiße, wo ist denn der andere? Wir haben irgendwo noch einen zweiten. Da muss ich super aufpassen, wie weit ich da runter push. Als nächstes Werkzeugschmiede ist safe. Und... Hier dann bitte noch eine Getreidefarm hin. War hier nicht mal Gold? Da wir momentan kein Gold haben, gehe ich voll auf Stein mit Fisch und überlasse dafür, lass dafür das Brot komplett der Kohlemine. Das sollte sowieso funktionieren, aber sicherheitshalber.
Nachdem ich mir die letzten Spiele angeguckt habe, ist natürlich immer noch hier so eine gewisse Unsicherheit. So, was kann hier noch passieren? Was gibt's noch für Überraschungen? Weil wie gesagt, ich habe eigentlich das Gefühl, dadurch, dass wir die Wikinger auch ziemlich ausgeschaltet haben, läuft gerade ganz gut. Aber Gaius Maximus meinte auch beim letzten Mal, dass es relativ gut läuft. Und was daraus wurde, haben wir am Ende alle gesehen. Das sind die Hänge, oder? An den Hängen kann ich doch großartig Wein anbauen. Hier so an diesen Sonnenhängen. So. Sehr schön, die Werkzeugschmiede ist fast fertig. Kohle gefunden, Stein gefunden, okay. Stein ist, glaube ich, gerade nicht das große Problem, oder? Okay, mein Freund, du produzierst mir jetzt auf jeden Fall mal 5 Sensen. Mach 6 Stück draus und bitte noch 2 Angeln. Ich würde sagen, dass wir uns auch irgendwann mal jetzt hier eine Festung errichten. Einfach irgendwas, was stabiler ist, damit, falls die Maya kommen, wir sie aufhalten können, wisst ihr? Hier irgendwie so hin. So, zack. Zack. Okay, wisst ihr was? Scheiß auf die. Einfach damit wir so ein kleines Machtzentrum haben, von wo aus wir unsere weiteren Fortschritte beobachten können. Mich würde jetzt interessieren, wo diese 3 Türme sind. Du gehst da bitte raus. Gehst schon mal hier hoch. Ich reiß mir wieder ein. Ich glaube, ich brauche ich noch. Aber geh trotzdem schon mal hoch. Wo ist dieser andere Turm? Kann es sein, dass ich den nicht sehe? Ein Turm. Hä? Ach, das ist der hier drüben. Das ist der Wikingerturm. Ja, klar, der zählt natürlich auch. Ja, logisch, Freunde. So, ich glaube, der ist fertig. Den können wir, glaube ich, abreißen. Sehr schön. Okay, ist die nächstmögliche Variante. Was haben wir? Wie schmieden wir? Ja, machen wir ein paar Bögen mehr. Weil ich gehört habe, dass die Bögen des Nonplusultra sein sollen. Er macht hier weiter. Gut, Sensen gibt's bald. Der Holzfäller, die beiden arbeiten hier. Wie wäre es, wenn wir... lass erstmal unsere Festung da oben bauen. Da hier unten aber sowieso nichts anderes geht, können wir hier auch noch so eine zweite kleine Holzversorgung da unten reinbauen. Hier. Okay. Kleiner Tempel. Oh. Ja, unbedingt. Genau dahin. Das ist perfekt. Das ist absolut perfekt.